1894, hey! Hey! 1894, hey! Hey! 1894, hey! Ich muss sagen, dass Bruck uns das richtig schwer gemacht hat. Ich habe es gewusst, ja, viele haben das ein bisschen unterschätzt. Für jeden waren wir irgendwie schon aufgestiegen. Ich sage, wenn du heute ausschüttest und dann spielst du dann gegen Sportclub das letzte Match, ein Entscheidungsspiel, das wollten wir nicht. Jetzt haben wir uns entschieden gespielt, war vielleicht nicht unsere allerbeste Leistung, aber Bruck hat es richtig gut gemacht. Bruck hat eine sensationelle Frühjahrsaison gespielt. Und das hat man heute auch gespürt, aber uns hat der Punkt gereicht und wir sind überglücklich, dass wir jetzt aufgestiegen sind. Ja, natürlich ist ein bisschen Druck dabei, aber wir haben gewusst, Bruck auswärts ist sehr unangenehm, das ist sehr kampfbetont. Aber wir haben dagegen gehalten, wir haben alles reingehauen und ich glaube, es geht voll in Ordnung, dieses Unentschieden. Was war das heute für eine Partie? Du bist auf und ab gelaufen. Wie groß war die Nervenanspannung heute? Ja, natürlich war die Anspannung groß. Ich glaube, es war ein ganz wichtiges Spiel für uns. Wir wollten das unbedingt heute schon den ersten Matchball mehr oder weniger verwandeln. Ist uns jetzt auch geglückt. Es war natürlich ein Spiel auf Messerschneide. Der Gegner hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, hat alles in die Waagschale geworfen, um irgendwie unsere Meisterparty zu verhindern. Aber das haben wir nicht zugelassen.